Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man die Rede eben gerade gehört hat. Ich will auf jeden Fall schon mal darauf hinweisen, dass das Zentrale ist, dass wir jetzt die Konjunktur auch dadurch stärken, indem wir versuchen, Kaufkraftverluste möglichst abzumildern bei den Personen. Und da hat die FDP zum Beispiel auch mit dem Inflationsausgleich im Steuerrecht kalte Progression unter anderem auch dazu beigetragen. Das wollen wir der Vollständigkeit halber mal nicht verschweigen, auch wenn es jetzt nicht unser Lieblingsanliegen war. Aber das heißt, wir haben in der Ampel insgesamt dort zusammengearbeitet. Und der Bundesminister hat hier schon eine ganze Reihe Punkte aufgezählt, die wir gemacht haben. Er hätte auch noch das 9-Euro-Ticket zusätzlich erwähnen können, dass wir das Wohngeld ausweiten und erhöhen. Er hätte die nahende Strompreisbremse noch zusätzlich erhöhen können. Also es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen. Abschaffung der EEG-Umlage, wo diese Ampel zusammengenommen für das gesamte Spektrum des Einkommens von SGB-II-Beziehenden bis zu den Werktätigen in der Mittelschicht alles Mögliche getan hat. Und das sollte man in den Mittelpunkt dieser Debatte und der Betrachtung stellen, denn die Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner reiht sich in diesen Maßnahmenkatalog ein. Und wenn es Ihnen gut gefällt, Herr Straubinger, das ist der Druck der Union war, warum wir das jetzt machen. Und wenn Ihr größter Kritikpunkt ist, dass es zugegebenermaßen verspätet gekommen ist, dann sei Ihnen dieser Punkt von mir aus ruhig gegönnt. Ich erinnere nur daran, dass ich vor einigen Monaten, als ich von dieser Stelle aus zu einem Antrag der Union gesprochen habe, wo Sie uns das auch schon vorgeworfen hatten, ich meine Rede mit den Worten schloss, dass wir uns beim nächsten Entlastungspaket um die Rentnerinnen und Rentner kümmern werden. Und genauso ist es jetzt auch gekommen. Ich möchte lieber noch mal die Zeit nutzen, etwas anderes in die Betrachtung mit einzuführen. Denn wir sehen ja, dass jenseits Bundeswehr-Sondervermögen, jenseits Übernahme von Uniper und anderen Gasunternehmen in Summe alles jetzt alleine an Entlastungspaketen und jetzt das, was wir noch in diesen Wirtschaftssicherungsfonds packen, also Gaspreisbremse, auf 300 Milliarden Euro zuläuft. Das ist eine astronomische Summe, muss ich auch gerade als Haushälter im Haushaltsausschuss sagen. Und trotzdem gibt es Sorgen allenthalben, trotzdem erreichen uns ja auch verschiedene Hilferufe. Und was zeigt uns das? Sollen wir noch mehr Einmalzahlungen, Rettungsschirme, Zuschläge und Preisnachlässe machen? Da, wo es sinnvoll und notwendig ist, würde ich sagen, ja, schon. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine vernünftige Nachfolge zum 9-Euro-Ticket zu finden, wenn es darum geht, Reha-Kliniken oder stationäre Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe stärker zu unterstützen. Und andere Beispiele mehr könnte ich nennen. Aber ansonsten bin ich sehr dafür, dass wir mit dem Prinzip Gießkanne für die Zukunft Schluss machen. Und dass wir zielgerichtet intervenieren, da wo das notwendig ist. Wir haben ja bei Krisenreaktionen immer einen klassischen Zielkonflikt, nämlich den zwischen Schnelligkeit und Zielgenauigkeit. Und weil wir es jetzt schnell gehen musste, weil diese Krise sich so aufgetürmt hat, ist es auch okay, dass man sozusagen eine Breitbandantwort oder martialisch Bazooka genommen hat. Aber wenn wir jetzt in einen weiteren Schritt der Krisenbewältigung gehen, dann muss man das auf jeden Fall zielgenauer machen, denn die Erfahrung lehrt, dass man so mit Pauschalinstrumenten Glücksritter und Krisengewinnler anzieht. Ich erinnere nur an die Maskendealer von der Union während der Corona-Krise, die das schamlos ausgenutzt haben. Ja, ist doch wahr, leugnen Sie es nicht. Es gibt Streuverluste, das ist auch bei der Energiepreispauschale der Fall, weil es tatsächlich ja auch Menschen bekommen, die es nicht brauchen, wie ich zum Beispiel oder der Herr Straubinger. Und es gibt Mitnahmeeffekte. Diejenigen, die sich über den Tankrabatt am meisten gefreut haben, dürften ja die Mineralölkonzerne gewesen sein. Das heißt also, mehr Zielgenauigkeit in Zukunft ist absolut entscheidend. Und diese Höhe 300 Milliarden, die scheinbar immer für einige nicht reichen, zeigt aber auch das Ausmaß der Abhängigkeit, in das wir uns begeben haben beim Thema billiges Gas, in diese wahnsinnige Sucht. Und es legt noch mal ganz deutlich die Notwendigkeit offen,
dass wir die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft beschleunigen, verdreifachen, vervierfachen müssen, um uns aus diesen fatalen Abhängigkeiten, in die uns frühere Bundesregierungen geführt haben, endlich zu befreien. Und wir dürfen auch wirklich nicht vergessen, dass alle Krisenausgaben jetzt auch Ausgaben zur Stärkung der Demokratie sind. Das möchte ich noch mal ausdrücklich betonen, weil ja zu befürchten steht, dass die Person, die nach mir reden wird, von der Fraktion hier ganz rechts außen behaupten wird, dass die Energiekrise Resultat von deutschen quasi Wirtschaftskriegserklärungen ist, dass wir nur den USA folgen und ihre Befehle ausführen. Und an dieser Stelle muss einfach, wie bei allen Maßnahmen, die wir hier zur Bewältigung in Gang setzen, klar sein, dass wir dieses tun, weil ein Diktator Europa bedroht und die Ukraine gewaltsam überfallen hat und damit tatsächlich auch uns im gesamten Westen eine Art von, ich will nicht sagen Kriegserklärung, aber eine Bedrohung, Androhung ausgesprochen hat. Und das darf man bei allem, was vielleicht manchmal auch ein bisschen fehlerhaft oder verspätet läuft, nicht vergessen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Kurt. Nächster Redner ist der